ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treit und ich freue mich, dass Sie mit reingehen hier in die Sauna, in der Saunalandschaft des Merkelschen Schwimmbades. Wir haben bei Facebook ausgeschrieben, Freiwillige konnten sich melden und es sind dabei Marina, Caroline und Micha. Gucken wir mal, was die zu der Saunalandschaft hier sagen. Entspannung pur, das bietet die Saunalandschaft im Merkelschen Schwimmbad in Esslingen. Wir sind in der Aromasauna, die sich bei ca. 75 Grad ideal für Saunaneulinge eignet. Sie ist eine von 5 verschiedenen Saunen des Bades und unser Ausgangspunkt für unseren kleinen Saunacheck. Schwitzend unter Menschen ist normalerweise nicht so ganz schick, aber hier in der Sauna ist es völlig normal. Wie geht's dir hier, Caro? Also mein erster Eindruck, ganz toll. Die haben hier alles neu gemacht und ich mag auch sehr Aromasaunen. Riecht auch gut nach Eukalyptus und alles. Und sieht sehr schön aus. Alles aus Holz und ich fühle mich wohl. Ja, und ihr seid ja wirklich ausgewiesene Saunatester. Das heißt, ihr habt im Landkreis Esslingen schon einige Saunen hinter euch, oder? Richtig, wir haben schon sämtliche Sauna hier im Kreis besucht und sind jetzt zum ersten Mal hier im Merkelschen Bad in der Aromasauna. Sehr schön, uns gefällt das Ambiente bisher und wir sind gespannt, was sonst noch passiert. Ja. Was sind denn eure Präferenzen, wenn ihr an Saunen denkt? Ist es tatsächlich dann eher so der Aromabereich oder wo Dampf tatsächlich auch vorherrscht oder die ganz heiße Variante? Die ganz heiße Variante. Also die Aufgüsse mögen wir eigentlich sehr arg. Da versuchen wir eigentlich auch jeden Aufguss mitzumachen, wenn wir in der Sauna sind. Aber was auch ganz arg wichtig ist, ist das Ambiente. Also was hier ja auch so schön ist mit den Fliesen, mit den Farben, ganz toll. Und einfach schöne, warme Töne, wo man sich auch gleich wohlfühlt. Also mir reicht es hitzetechnisch völlig aus. Zwischen den Saunagängen ist für unsere Tester und unseren Moderator natürlich Ausruhen angesagt, bevor es in der Kaminsauna weitergeht, die bei 85 Grad trockener Hitze einer der wärmsten Saunen des Bades ist. Nun heißt es wieder entspannen, diesmal im Tepidarium auf den beheizten Liegen. Als nächstes wird das Dampfbad getestet. Sensationell, direkt aus der Dampfsauna. Und ich sehe zwar nichts mehr, aber war super, oder? War super. Ich bin selber gerne in Dampfsauna, weil das die hohe Luftfeuchtigkeit und es ist nicht zu heiß und es ist super für die Haut, weil die gut durchblutet wird und danach wirklich total schön strahlt. Ja. Also ich mag die Dampfsauna sehr gern. Du hast gerade in der Dampfsauna ein bisschen geschwärmt, so von der Größe hier vom Merkelschen. Das heißt, die Saunalandschaft entspricht schon so dem, was du dir vorstellst an Größe. Absolut, absolut. Es ist wunderschön hier. Das ist von der Größe her optimal mit den 5-6 Saunas, verschiedenen Dampfbädern. Hervorragend doch. Ganz klasse. Für den letzten Saunagang geht es nach einer kleinen Stärkung in die Steinhaussauna. Dort wartet ein Salzaufguss, getestet zu werden. Hallo, guten Morgen, liebe Gäste. Bis zu 95 Grad heiß ist es in der Steinhaussauna und zwischen den Aufgüssen geht es raus, wo das Salz auf der Haut eingerieben wird. Spannende Frage hinterher natürlich, wie war es? Also für mich war es ein Traum. Erzähl mal, wie war es für dich, Caro? Ja, kann ich nur zustimmen. Also auch mit dem Peeling, was wir gemacht haben. Der Peeling-Effekt entfernt die trockenen Hautschüppchen der Haut. Die Haut fühlt sich samtig weich an. Ich liebe das in der Sauna. Und jetzt würde mich wirklich interessieren, die ehrliche Meinung. Ihr kennt jetzt einige Bäuerin, sage ich nur, oder andere, die es tatsächlich auch gibt. In Uhingen, Landkreis Göppingen gibt es auch einige. Erzählt mal so im Vergleich, wie gefällt es euch hier?
Sehr schönes Ambiente, sehr positiv überrascht mitten in Esslingen. Eine wunderschöne Sauna, wunderschöne verschiedene Themensauna, hervorragend. Ja. Hier jetzt für Esslingen bin ich wirklich, kann ich nichts, also fehlt es an nichts. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, probieren Sie es selber aus. Vielen, vielen Dank euch. Und ich checke jetzt trotzdem noch mal ganz kurz, bevor mein Handtuch ganz runterfliegt, die Dampfsauna. ESTV, Videos aus der Region.